Alter, was geht ab, Leute? Team Old hier. Warmer Kerl, Mann. Irgendwo auf der Straße. Servus. Ja, der neue Lorenzo, der Afghane. Digga, halt durch, Mann. Tati ist noch dabei. Ein Gast. Hast du einen Gast oder einen Geist? Ein Gast. Wir haben hier Lorenzo, den neuen. Mit seinem Deckbefall. Lorenzo bleibt hier im Auto, Mann. Synchro Fusionist. Krass, Alter. Möglicherweise wird Barisch das ausprobieren. Er hat mich richtig inspiriert. Ich war direkt er hat dich sogar herausgefordert, Mann. Ja, er hat mich herausgefordert. Du wirst es wahrscheinlich nicht so gut spielen können. Achte drauf und so. Jetzt sehen wir mal. Ciao. Erstmal, was war das überhaupt? Ja. Top 8? Top 16? Top 16. Top 16 DM 2016. Aber ich würde echt sagen, eigentlich Top 8. Ich habe echt hart verkackt. Ihr könnt Feature Match noch anschauen. Ist auf Twitch. Ich habe Spielfehler gemacht. Sonst, ich hatte Combo, er hatte keine Handtraps. Ja. Ich habe easy gewonnen eigentlich. Wir haben es gesehen, wir waren Pizza essen, haben zugeschaut. Live mitgefiebert. Und mitgeleitet, ja, leider. Echt schlimmer. Egal. EM. Was machst du jetzt da? Komm mal, wir fangen so, ein Trickclown. Für Brim Fusion. Zombie Engine. Ein Mizuki 2 Uni Zombie. Kein Black, habe ich gecuttet, kam ein schlecht. Jet für Axel. Power Giant. 2 Lazuli. 3 Terratop. Ein Dice. Ein Synchro Resonator. Eine Bulb. Ein Recover, ein Frankendorp, ein Großsoger, drei Fusionist, zu krass die Karte. Aita, ich will einfach die beste, man. Fusion, die Aita dreimal. Morphorn, Foolish, zwei Teleport, drei Lefts am Offering, oh war reingetan, kam eins gut, Soul Charge suchen, Game. Krank. Brilliant Fusion dreimal, Instant Fusion dreimal, Soul Charge und zwei Desen. Richtig. Muss richtig stark gespielt werden. Eines Ruffinite, ein Norden, zwei Formula, ein Tsunoko, ein Axel, Blabarian, Charge, Fairy Dragon, Yasi, Luxia, drei Omega und ein Trishler. Set-Deck, zwei Water Kaiju, einmal den und einmal den stärksten. Wichtig, weil sie sieben sind, das ist der Schwächste, die sind sieben. Synchro Plays damit. 3 Maxi. 3 Twin. 3 Twin. 3 Slumber und 2 Decrease gegen Antidex. Okay. So, Combo-Video wird auf jeden Fall die Tage folgen. Ja, Mann, jetzt richtig auch, krasses Deck, Mann. Vielleicht bist du noch was zum Deck. Also, wie war das Deck-Fazit, Matchups und so? Also, Matchup-technisch war echt alles relativ easy. Das Problem war einfach nur Maxi und wirklich viele Handtraps und zweiter sein gegen Decks, die fette Felder rausbringen können. Und es ist öfter sowas passiert, was jetzt auch im Top-Card passiert ist letztendlich, war ja davor nicht schlimm. Aber einfach unerwartete Sachen auch. Teilweise was passiert ist, Monarch-Spieler boardet Artifact Sanctum mit Sense, sowas passiert halt, rechnet nicht damit, stellt sich nicht drauf ein, kein Zeitdeck da. Passiert, aber insgesamt ist ja gut gelaufen. Wie bist du durch die Vorrunden gegangen? Ich stand zu 2-1, also zu 2-1. Ja. Ich musste Tag 2 erste Runde gegen Chong spielen. Der hat gedraht. Mein Gott, Tati, was machst du, Mann? Ich war aufgeregt, die haben gedraht, deswegen war ich aufgeregt. Ja. Gegen was hast du verloren? Ich habe einmal gegen Monarch verloren und einmal gegen PK. Wie oft hast du gebrickt? Gebrickt habe ich auf dem Turnier insgesamt wirklich unspielbar gebrickt, also dass ich passen musste, einmal. Okay, okay. Und die anderen Bricks waren in Form von 2 oder 3 Omegas. Okay. Also, keine Ahnung. Du hast gerade Omega angesprochen, also vielleicht kurz noch der Sinn des Decks überhaupt erstmal. Der Sinn des Decks ist drei, also nicht, du hast ja diesen Kurs drin hier, aber mehrere Trish zu machen und die restlichen dann halt mit Omega zu nehmen. Dir noch Fragen, Jungs? Okay, ihr seid echt tot, Mann. Das war das Deckbefall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Combo-Videos werden auf jeden Fall folgen. Das Deck wird jetzt öfters gespielt. Magisch wird es auch ausprobieren und ja. Bis zum nächsten Mal. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert es uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist serious business.